So, hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Weihnachtshack, den ich gefunden habe. Und zwar Mario Saves Christmas vom Firmin Acosta Jr. Keine Ahnung. 10 Exits, Standard, Hard, sollten wir also ohne Save States durchschaffen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir werden es sehen. Okay, gehen wir rein. Und bietet sich natürlich an für mein Weihnachtsvideo. Mario, let me just ruin our Christmas party and whole party... was? Nein. Our Christmas party and whole world for 2021. You'll need to save them and save 10 Yoshi coins too. Let me just ruin our Christmas party and whole world. Okay, er hat die ganze Welt ruiniert. Gut. Vielleicht erstmal nur die Party ruinieren. So, now it begins. Let's go. Ich muss mal kurz gucken, ob die Ränder passen. Lass mich mal kurz kontrollieren. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ich muss immer diese Schrift nebenher einfügen. So. Wow. Okay. Kann ich daran klettern? Nein, die sind einfach Deko. Gut. Dann schauen wir mal, ob das ein... Also er ist recht neu gewesen auf SMV Central. Deswegen denke ich schon, dass er noch nicht so bekannt sein dürfte. Und insofern vielleicht auch für den einen oder anderen noch neu. There's on and off switches to prevent hurting from Piranha and Lava. Use it and practice. Also, das Englisch ist schon gut. Okay. Aber hey. Ich sollte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hab ich gerade gesehen, dass ich an der Wand... Habe ich einen Wandsprung? Oh, ich habe einen Wandsprung. Oh, es ist der... Oh Gott, es ist der unangenehme Wandsprung. Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Ich habe ihn, aber ich will ihn gar nicht nutzen. Oh Gott, ja, es ist der unangenehme Wandsprung. Okay. Oh, okay. Secret. Ah, eine Yoshi-Coin. Oh, und da fällt mir auf, wir haben gar keine Statusbar. Wo sehe ich denn dann, wie viele Yoshi-Coins ich habe? Richtig, gar nicht. Na gut. Die werden jetzt auch nicht so wichtig sein. Ja, aber ich sehe jetzt dann... Okay, an der 4000 sehe ich, wie viele ich schon habe. Aber naja. Ja, okay. Aber da will ich doch mal eher in die Röhren reingucken, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Da ist doch safe irgendeine Röhre begehbar. Die Mitte. Nein. Keine? Ah, okay. Die da hier? Nö. Ich hätte jetzt gedacht, irgendeine Röhre und dann schießt uns eine da raus. Aber gut, dann nicht. Hier auch nicht. Oh, da könnte man runterfallen. Da muss ich aufpassen. Ja, dann ist die Röhre Deko. Ist auch in Ordnung. Jetzt werden wir hier beschossen. Oh, da springen wir lieber nicht. Ah, da haben wir schon hier alle Yoshi-Coins. So schnell geht das. So. Und das war der Endboss des ersten Levels. Ach, nur eine Coin. Ah ne, es ist sogar der normale Wandsprung. Ich habe mich getäuscht. Ne, das ist der angenehm ist. Okay, dann war es wahrscheinlich nur, weil der an einem einzelnen Block war. Dann passt das schon. Gut. So. Ja. Exit 1 von 10. Ich denke, wir kriegen das in einem Video durch. Ist ja ein normaler Hack, ne? Also sollte passen. Bietet sich halt immer schön an, so ein kleiner Weihnachtshack. Einfach für das Weihnachtsvideo bietet sich immer schön... Oh, hier ist dekoriert. Die Höhle ist dekoriert. Hübsch. Use Fire Flower for to melt the ice and coin or disappear. But watch out for force munchers. Ja, wie, also das Englisch ist Bombe. So. Ich hab ne Wand. Ich hab ne Stampfer. Was hab ich denn noch alle? Ja, mal einfach. Okay. Wird das irgendwann noch erklärt, was man alles hat? Das ist einfach Gott gegeben. Sick. Ah, da ist nix. Okay. Kann ich auch? Nein. Auch nichts. Jups.
Oh, da sind manche da drunter. Das wollen wir nicht aufmachen. Ich mach's trotzdem auf zur Demonstration. Okay, wie komme ich da ran? Achso, Wandsprung. Stimmt ja. Haben wir ja. Aber spätestens jetzt müsste man es dann praktisch wissen. Das Spiel hat es einem aber vorher nicht erklärt. Komme ich da rein? Na. Nee, scheint nicht so. Nee, also jetzt habe ich alles probiert. Würde ich mal vermuten. Ah. Na. Nee. Oh, okay. Aber da oben komme ich eh nicht ran. Von daher passt das. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas drin wäre. Das wäre gemein. Okay. 8000. Eine würde noch fehlen, theoretisch. Eine würde noch fehlen. Da ist sie. Sehr gut. Wait, wo ist meine... Ach, die kommt gar nicht automatisch runter. Okay. Die muss ich holen und noch... Und wissen, dass sie da oben drin ist, vor allem. Muss mir das einfach merken, dass da oben dann eine drin ist, die mir jetzt nicht angezeigt wird. Okay. Oh, das ist ein bisschen laut gerade, aber es ist nur dieses Lied. Okay, es gibt eh keine Sterne. Dann brauchen wir auch nicht in die Dings reingehen. Gut. 2 von 10. Snowy Mushroom. Let's go. Normalerweise war ja so das Weihnachtsvideo, der Weihnachtshack immer noch eine etwas andere Besonderheit, weil es halt, weil ich recht selten Mario gespielt habe. Jetzt gerade ist ja eh Mario auf dem Channel aktiv. Aber gut. Auf dem Channel. Ich bin hier international unterwegs. Auf dem Kanal. Press down to ground point. Jawohl, da wird es erklärt. Aber es würde doch jetzt hier auch so gehen. Ach, tatsächlich nicht. Interesting. Okay, okay, I see, I see. Okay, geht aber nur mit den speziellen Blöcken. Verstanden. Oh, oh, ich kann nicht mal einen Gegner an. Okay, das heißt, der Ground Pound ist wirklich nur für die Blöcke sinnvoll. Und wenn ich was in der Hand habe, geht's nicht. Oh, ich habe mich gerade schon darauf vorbereitet, hier rauszuspringen, falls ich, ne? Aber war nicht notwendig. Da war Boden. Hui. Ja, aber ist ein netter Hack, würde ich sagen. Ne? Kann man auf jeden Fall anbieten. Hat bisher jetzt keine Fehler oder so gemacht, wie ich sage. Also außer Englisch. Das Englisch ist ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist das ein sehr netter Hack. Kann man auf jeden Fall 2021 mal spielen. Ja, und gerade ist ja sowieso SMW auf dem Kanal, aber gut. Es ist halt Tradition, dass ich an Weihnachten einen Weihnachtshack spiele. Ist es Tradition? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die meisten Weihnachtsvideos waren Weihnachtshacks, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Nee, einmal war es Kaizo. Kaizo Mario 1, das erste Level ohne Save States als Versuch. Das ist aber schon so lange her. Damals habe ich Terranigma angesprochen. Und dann ist daraus ein Terranigma-Let's Play geworden. Das weiß ich noch. Weil es ein sehr schönes Let's Play geworden ist. Wenn ihr Terranigma mögt und noch kein Let's Play davon gesehen habt. Das ergibt keinen Sinn. Doch, es ergibt Sinn, aber egal. Aber wenn ihr Terranigma mögt und mein Let's Play davon noch nicht gesehen habt. Oder wenn ihr Terranigma gar nicht kennt. Schaut euch gerne mein Terranigma-Let's Play an. Ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn es schon lange ist, alt ist. Es ist alt, es ist lange her, aber ich fand es sehr schön. Weil Terranigma einfach schön ist. Nicht wegen meines Let's Plays. Terranigma ist einfach ein schönes Spiel. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr Terranigma noch nicht kennt, spielt es selbst. So, wenn ihr halt noch eine Nintendo habt oder irgendwie anders euch das Spiel besorgen könnt. Also eine Super Nintendo braucht man dafür. Oder halt eine, ja, einen Super Nintendo auf dem Computer. Das geht dann natürlich auch. Ist aber halt nicht so ganz der gedachte Weg. Aber ach, so habe ich es ja auch gespielt.
So. Jo. Ach, das war blöd. Oh, okay, der macht einen Abflug. Bisher haben wir, glaube ich, immer alle Yoshi-Coins gefunden, ne? Ich meine ja. Man wird hier auf jeden Fall, also mit Items wird man hier sehr gut versorgt. Das muss ich zugeben. Mit Items wird man hier sehr, sehr gut versorgt. Fast schon ein bisschen zu gut. Aber gut, das macht es für mich leichter, nicht drauf zu gehen. Sie hatten mir keinen einzigen Tod, ne? So kann es bleiben. Bitte stürz nicht ab. Du bist so ein Boss, der gerne mal komische Dinge macht. Ganz berühmter Custom-Boss. Aber bisher sieht's gut aus. Ich setze trotzdem mal lieber einen Save-Set, einfach nur, falls Dinge passieren. Oh mein Gott, was tue ich? Das war's. Okay, er ist nicht abgestürzt. Sehr schön. Prima! So, das war aber offenbar nicht Lemmy, sondern Mario Kirby. Jo. Ice Ghost House, okay. So. Vorsichtig. Oh, das war knapp. Es hat einen recht ähnlichen Levelaufbau, muss man sagen. Also man merkt, dass die Level zu einem Hack gehören, weil sie doch alle zwar ein anderes Thema haben, aber vom Aufbau her recht ähnlich sind. Und jetzt kommen hier so ein bisschen Blöcke noch dazu und halt die, klar, wenn wir im Geisterhaus sind, halt die Effekte vom Geisterhaus. Aber so vom Aufbau her ist es sehr ähnlich immer. Auch was die Blöcke angeht, auch was die, ne, was so die Häufigkeit an Items angeht und so weiter. Bisher hatten wir nur eine einzige Röhre, die ich betreten konnte. Danach nie wieder. Okay, das sieht jetzt mal ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es dunkel geworden ist. Jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. So. Nee, aber ich kann bisher keine andere Röhre betreten. Okay. Das war die vorletzte. Hey, ja moin. Das war die vorletzte. Nope. Ah. Wir wollen hier nicht den ersten Tod lassen. Das muss nicht sein. So, jetzt schwimmen wir eine Runde. Oh, das würde ich gerne auslösen. Bist du ein Goomba, den ich mitnehmen? Ja, bist du nicht. Okay, dann nehmen wir dich mit. Wehe, das ist nur eine Münze. Wenn das nicht mindestens ein Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, immerhin ein Power-Up. Aber ich habe ein Power-Up dafür geopfert und jetzt kriege ich wieder ein Power-Up. Also ja, hätte ich mir auch sparen können. So. Okay. Das war ein Geisterhaus mit dem, was mehr außen war als innen, aber gut. Aber auch das wieder, ne, jetzt kein typisches Geisterhaus mit Rätsel oder so, sondern einfach das Thema Geisterhaus, aber der Aufbau sehr ähnlich, leveltechnisch. Ah, die Musik ist schön. Immer schon gewesen. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine. So, das könnte auch das erste Level nochmal sein. Da gab es auch diese ganzen Gimmicks hier. Na, jetzt wird es zwar noch mit einem C so ein bisschen verziert, in Anführungszeichen. Aber vom Konzept her hat sich nicht viel getan. Oha, das war ein sehr kurzer erster Abschnitt. Okay. Ja, aber vom Konzept her hat sich nicht allzu viel getan. Also ich habe quasi nicht das Gefühl,
ein neues Level zu spielen, bis halt auf den Fakt, dass es einfach eine andere Umgebung ist. Ich denke, das beschreibt am ehesten, was ich meine. Na, oh, dann halt nicht. Dann holen wir uns halt nicht da Münzen. Da wären bestimmt eh nur Münzen drin gewesen. So. Aber es ist halt, es ist schönes Level-Design. Also nicht falsch verstehen. So. Es ist halt nichts Neues. So, man wird nicht überrascht oder so. Aber es ist schönes Level-Design. Es spielt sich gut. Es macht an sich keine Fehler. Es ist halt einfach nur nicht spannend. Okay. Hatten wir alle Yoshi-Coins? Ich weiß es gar nicht. Hab nicht drauf geachtet. Aber ich habe auch jetzt kein Secret gefunden oder so, also es dürfte alles gewesen sein. Und es geht ja auch nicht rauf und runter, ne? Es ist ja, okay, jetzt kommt einfach das Switch Palace mittendrin. Secret Exit scheint es also auch nicht zu geben. Oh, das ist hier V. Ich hoffe, das waren alle richtig in Vs. Falls ihr V noch nicht kennt, erstens spielt es selber, zweitens guckt euch mein Let's Play dazu an. Ein sehr... Oder habe ich das Let's Play oder gestreamt? Ich weiß es gar nicht. Es ist jedenfalls ein sehr schönes Spiel. Gott, Streams sind auch schon ewig her. Wahnsinn. Ich sage jedes Mal, ich würde gerne wieder streamen, aber... Oh, das war ein sehr kurzer Switch Palace. Und normalerweise sind die halt kurz. Aber schade, weil ich hätte gerne mehr V-Musik gehört. Na gut. Was wollte ich sagen? Ja, ich sage immer, ich möchte gerne wieder streamen. Das sage ich irgendwie so in jedem gefühlt Video, was mal so ein bisschen specialiger ist. Aber, ja, ihr seht's ja. Es passiert nicht. I'm sorry. So, und das ist jetzt halt auch ein ähnlicher Levelaufbau, diesmal mit Dings. Wobei, mal gucken, vielleicht ist das jetzt mal ein bisschen anders. Aber ich schätze mal, er hat es einfach nur so zwischendrin eingebaut. Okay, und jetzt braucht man den Switch, aber ich meine, da man eh das Switch-Level erst schaffen muss, um weiterzukommen. Ja. Sind die grünen Blöcke jetzt halt... Also ist halt logisch, dass die da sind. Sag mal, der hat aber auch keine Lust mehr gehabt, so nach ein paar Leveln. Das zwar, sieht zwar noch alles schön aus, aber so... Es ist so Copy-Paste. Wisst ihr, was ich... Also, merkt ihr das selber, was ich meine? Das sind so einfach Stellen zwischendrin, da denkt man halt, okay, das habe ich in einem anderen Level auch schon dreimal gesehen jetzt. Na, das ist so, du läufst immer wieder den gleichen Weg gefühlt ab, der einfach nur anders verziert wurde. Ja, aber schreibt doch gerne mal, was ihr so jetzt die Weihnachtstage machen werdet. Bei mir gab es tatsächlich ein paar Schüler, die stolz erzählt haben, sie fahren da und da alle in Urlaub hin. Und ich denke mir nur so, ja, hoffentlich fahren die auch wirklich in Urlaub hin, weil nicht, dass da alles noch dicht gemacht wird. Man weiß es ja nicht, ne? Okay, das waren offenbar Yoshi-Coins. Also bin gespannt, ob die in Urlaub fahren können. Ich würde es ihnen wünschen, weil sie sich halt drauf freuen, klar. Muss mal halt gucken, ob es möglich ist. Ja, aber was ist so bei euch los? Ich werde auf jeden Fall eine Ex korrigieren. Auf die freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, weil das wird eine anstrengende Ex zum Korrigieren sein, weil wenn du Pech hast, es ist eine große, komplexe Aufgabe dabei. Und wenn man da halt gleich am Anfang was anders macht oder halt einen Fehler macht oder sich verrechnet, sind ja alle weiteren Zahlen dann auch falsch. Also kann ich, wenn ich Pech habe, so gefühlt 20 Mal diese Aufgabe nochmal neu durchrechnen wegen Folgefehlern. Weil es kann ja nicht sein, dass jetzt von 9 Punkten ein Schüler keine Punkte kriegt, nur weil er ganz am Anfang ein was falsch macht und dann aber alles richtig weiterrechnet. Na, das kann ja nicht sein. Also muss ich da halt dann alles neu durchrechnen für alle Zahlen, die die Schüler so gefunden haben. Und es fängt halt damit an, dass man erstmal Koordinaten im Koordinatensystem ablesen muss. Naja, und wenn man da halt schon einen Fehler macht und die Koordinaten falsch abliest, kann man ja trotzdem... mit den falschen Koordinaten alles weitere richtig machen, aber ich muss halt dann alles nachrechnen. Das ist immer dann, das ist dann mal spaßig, aber solche Aufgaben müssen halt auch mal sein. Man kann nicht nur so Aufgaben machen, die einfach schnell korrigiert sind, weil dann sind die auch schnell bearbeitet. Und das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Ja, das ist so jedenfalls einer der wichtigsten Elemente in den Ferien.
diese Ex zu korrigieren. Ansonsten natürlich normale Vorbereitung, das ist halt Standard. Also das muss man schon gar nicht mehr extra eigentlich dazu sagen. Oje, 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 ich habe ein Problem. Okay. Das muss man schon gar nicht mehr extra dazu sagen, weil normale Vorbereitung findet halt statt. So, das hast du halt einfach als Lehrkrafthilfe. Aha. Ich glaube, wir werden hier gleich den ersten Tod erleben, wenn ich jetzt nicht ein bisschen aufpasse. Nein, ich komme nicht an die Yoshi-Coin ran. Da gehe ich doch gleich freiwillig in den Tod. Okay, haben wir eigentlich... Wir haben gar keine Leben. Oh, sie werden natürlich nicht gespeichert. Ach, das ist ja blöde. Natürlich werden die Yoshi-Coins nicht gespeichert. Warum sollten sie auch gespeichert werden? Ja, okay, dann lassen wir die Yoshi-Coins Yoshi-Coins sein. Aber stimmt, wir haben gar keine Leben. Zumindest zeigt es keiner an. Dann bringt es eigentlich auch nichts, Yoshi-Coins zu sammeln, wenn es eh keine... Naja. Egal. So. Ich bin wieder zu ungeduldig, ich merke das. Aber so Scrolling-Leveln, da werde ich immer ungeduldig grundsätzlich. Ja, das... Vor allem, wenn halt nichts passiert, gefühlt. Das ist halt schon wieder kein gutes Scrolling-Level. Das ist... Ja, ich bin natürlich vor dem... So, aber jetzt habe ich alle Yoshi-Coins eingesammelt, nur halt nicht gleichzeitig. So, du bist auch nicht Lemmy. Aber auch kein Custom-Boss, ganz normaler Boss hier. Was sich jetzt ein bisschen verwundert, weil Kirby-Boss eingefügt, so als Custom-Boss, und dann aber hier ganz normalen Standard-Boss verwendet. Nicht mal verändert oder so. Man hat wirklich das Gefühl, da hatte jemand nicht mehr so ganz so viel Lust und hat es dann noch versucht zu Ende zu bringen. So, und das ist jetzt Lemmys Castle, alles klar. Na dann. Natürlich starten wir mit genau dieser Blockaufbau, mit diesem Blockaufbau, klar. Dum, 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 dum. So. Das mag er sehr gerne, dass er hier die Dinger einbaut in Eis. Dass man auf jeden Fall auch die Feuerblume braucht, um ranzukommen. Ja, moin! Wie viele Feuerblumen willst du mir vor dem Boss geben? Ja, also war kein Boss, war nur eine Schlosstür. Ja, aber auch das hier, es ist einfach das... Design ist gut, aber nicht abwechslungsreich. Na? Also ich würde jetzt nicht, Oh mein Gott, ich... Ich habe vergessen, dass er eine Stampfattacke macht. Ich wollte so runter... Ich wollte so rutschen auf der... Also so unten unter der Pflanze durchrutschen und habe halt schon nach unten gedrückt. Und dann hat er natürlich eine Stampfattacke draus gebastelt. Ja, gut. Das war nicht so die beste Idee. Unterwegs nicht nach unten drücken, wenn man in der Luft ist. Okay, was wollte ich sagen? Ja, siehst du, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte dafür. Mist. Wie habe ich den Satz denn angefangen? Ah, wie habe ich den Satz denn angefangen? Das wäre jetzt, glaube ich, übrigens die letzte Yoshi-Coin gewesen. Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Welcome to final level. You will hit 3 times or 4 to beat the level and defend Lemmy Cooper. This will help you save the Christmas 2021. Wir könnten auch dein Englisch mal saven, Kollege. Ich hatte irgendwie davon geredet. Es ist auch kein Custom-Boss.
Warum der Kirby Custom Boss und danach nichts mehr? Vor allem nichts verändert. So wenigstens einen Feuerball einfügen. Ah, genau. Ich wollte sagen, ich würde jetzt halt nicht, keine Ahnung, 50 Level diese Art spielen wollen. So 10 Level war jetzt okay. Aber an der Stelle würde ich dann eben sagen, ja, jetzt haben wir genug dieses Level-Designs gesehen. Es ist gut, aber es ist nicht abwechslungsreich, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Das ist ein bisschen dieses, das ist genau das gleiche Problem, was Gamma-V-Hacks haben. Oder Gamma 5, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Die hat schönes Level-Design, gar keine Frage. Und die baut riesige Hacks mit teilweise 100 Exits. Aber es ist alles gefühlt das Gleiche. Also, du hast einen Hack von ihr gespielt, fandest ihn gut, aber alle anderen Hacks, die danach kommen, wenn du die spielst, denkst du halt so, das ist irgendwie wie der erste Hack. Also, es ist gutes Design, aber es ist einfach nicht so spannend. Mario has defeated Dilemmy in Castle 1 and thank you for saving the day of Christmas 2021 and winter season. Hope you will enjoy a holiday hack. Mit anderem Level-Design gerne. Also mit abwechslungsreichem Level-Design. So. Ne, es war nicht schlecht. Also ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben, logischerweise. Es war nicht schlecht, aber es hatte nicht so... So, mit dem Level hier, mit Now It Begins, hat er im Prinzip gezeigt, was sein Level-Design ist. Und dieses Level-Design hat er halt durchgezogen. Immer auf ein bisschen anderes Thema. Mal waren mehr On-Off-Blöcke dabei, mal waren mehr so... hier diese Plattformen dabei und so weiter. Mal war es ein bisschen in einem Geisterhaus ganz kurz, dann war halt mal ein Buring dazwischen. Aber vom Konzept her war es einfach dieses Level-Design. Es gab zweimal eine Röhre, in die man gehen konnte. Ja, also, das, was da war, war gut, aber es hätte spannender sein können. Vor allem abwechslungsreicher bei 10 Leveln. Na, okay. Gut. Damit schließe ich hier ab. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ja, schon mal im Voraus auch einen guten Rutsch, auch wenn das noch ein bisschen bis dahin ist. Und bleibt um Himmels Willen gesund. Ja, lasst euch nicht von der vermutlichen Welle, die da kommen könnte, erwischen. Keine Ahnung. Ich bin kein Virologe, ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt auch nicht einer derjenigen sein, der sagt, ihr habt alle nur zu viel Panik. Keine Ahnung. Egal, reden wir nicht drüber. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Frohe Weihnachten. Tschüss.